Hallöle, grüße miteinander an und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fan mit dem von Eumann Simon hier bei Türchen Nummer 9. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir quatschen nicht lange rum und ja, da würde ich mal einen meinen Milka Oreo Adventskalender zücken und nach der Nummer 9 schauen. Die 19 habe ich, die 9 habe ich, jetzt brauche ich nur noch die 9, die 11. Ah, da ist sie. Hier ist sie, die 9. Mitten im verschneiten Feld. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal ran. Ein relativ kleines Türchen. Und drinnen ist. Ah, cool. Auch wieder so eins. Wie wir es, glaube ich, in Türchen Nummer 5 auch schon drin hatten. Cool. Nice. Freut mich. Ja, davon hatten wir jetzt auch schon drei. Drei, vielleicht vier? Ich weiß ihn jetzt nicht ganz genau, aber drei auf jeden Fall. Okay, cool, freue ich mich sehr. Ja, ich will mich nicht von der 19 spoilern lassen. Der 19. Ist ja, wie ihr vielleicht wisst, ein ganz besonderer Tag für mich, aber dazu dann an diesem Tag mehr. Dann zücke ich mal meinen nächsten Adventskalender und zwar den hier. Hier ist die Nummer 9. Ja, schauen wir mal, was drin ist und ja, ich habe mit nichts anderem gerechnet als eine Lindkugel. Okay, gut. Na, Türchen, geh rein. So, jetzt mal ganz kurzer Blick. Welche Türchen haben wir jetzt bis jetzt geöffnet? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Perfekt. Sehr schön. Okay, gut. Dann würde ich jetzt sagen, mit dieser lustren, heiteren Zählung, ja, Vorsicht aber mal im Video machen, nicht, dass ich mich jetzt hier entweder verzähle oder doch noch ein Türchen vergessen habe. Das wäre ja noch schöner. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, das war es auch schon mit dem Video. Dauert nicht besonders lang, die Adventskalender. Halt, wenn es was Großes zu erzählen gibt oder eine große Ankündigung macht. Ach ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll. Moment mal, ich muss ganz kurz was nachschauen. Und ja, mir ist gerade aufgefallen, mit dem letzten Türchen, was ich jetzt aufgemacht habe, bin ich am aktuellen Stand. Ja, das heißt, morgen kann ich auch wieder tagesaktuell produzieren, beziehungsweise auch schon vorproduzieren. Freut mich sehr auf jeden Fall. Ja. Und da auf jeden Fall jetzt schon mal eine Ankündigung, wie angekündigt. Also wenn es was gibt, dann werde ich es auf jeden Fall erzählen. Und hier die Ankündigung. Ja, heute ist mein Schreibtisch gekommen, mein Gaming-Schreibtisch, den ich für mein Gaming-Setup brauche. Verschiebe die Kamera mal ganz kurz ein bisschen. So, ja, heißt morgen aufbauen, vielleicht schon morgen PC-Setup zusammenstellen, PC ist soweit fertig machen und dann gibt es schon den einen oder anderen Test. Beziehungsweise erstmal das ein oder andere Spiel muss runtergeladen werden, pipapo und so weiter und so fort. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das morgen schon mal testen kann. Und vielleicht gibt es auch morgen einen Teststream. Schauen wir mal. Ja, seid auf jeden Fall mal gespannt und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das war schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Tschödelö. Macht's gut. Euer Jan Simon.